Danke, danke. Geht's euch gut? Wow, das kenne ich so nicht aus Leipzig. So. Leute, die sich freuen, am Leben zu sein. Ist gut. Ich habe das Gefühl, wenn man so in den Raum fühlt, es gibt wahrscheinlich zwei Gruppen von Menschen. Wir haben jetzt so Mitte Februar. Das heißt, die eine Gruppe Menschen ist jetzt schon enttäuscht, weil die ganzen guten Vorsätze, die jetzt schon wieder alle gescheitert. Man ist in der Realität seines eigenen Daseins angekommen und denkt sich, ja, das bin ich, damit muss ich jetzt wohl leben den Rest des Jahres. Und die anderen haben chronische gute Laune. Die haben zu viel gute Laune, die kotzen morgens schon die Endorphine im Regenbogenstrahl in ihr Müsli rein, die kommen gar nicht mehr klar. Auf ihre Happiness. Und ich habe was für euch, David hat ja gerade schon den Büchertisch angesprochen, ich habe ein Produkt für beide Gruppen, um euer Leben signifikant zu ändern. Ich sage jetzt nicht, ob zum Guten oder Schlechten. Und zwar müssen wir unsere Standards so ein bisschen angleichen, im besten Fall nach unten. Und deswegen habe ich einen Kalender mitgebracht. Das ist der weltweit erste demotivierende Tischkalender. Er trägt den Namen Träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. Und es ist, erfolgt so ein bisschen dem Motto, Happiness ist heilbar. Ja, man kann was dagegen tun. Ihr seid nicht aufgeschmissen. Und wenn ihr zu Hause schon so ein Poster hängen habt, I'm just a girl that knows yoga and surfing, dann könnt ihr jetzt den Kalender da drunter stellen und da steht dann, im Orchester des Lebens bist du die Blockflöte. So, und das levelt einen dann so ganz gut. Ja, das ist so dann dieser Mittelweg. Oder hier, lebe jeden Tag, als wärst du das Letzte. Es ist also auch ein gutes Geschenk für Leute, wo man nicht so genau weiß, ob man die jetzt mag oder nicht. Und ja, den könnt ihr kaufen. Ihr habt noch 10,5 Monate, wo ihr den nutzen könnt. Deswegen habe ich den nicht billiger gemacht. Gebt mir einfach alle euer Geld und unterstützt damit Künstler in Leipzig. Das war's eigentlich, sonst habe ich nichts zu sagen. Ich war nicht so gut im Texteschreiben in der letzten Zeit. Ich hatte andere Dinge zu tun oder hätte eigentlich andere Dinge zu tun gehabt. Aber ich habe gedacht, komm, mach doch mal was anderes. Jetzt, wo ich nochmal seit 3,5 Jahren das erste Mal im Ernst-Deutsch-Theater bin und wir kennen uns ja noch von früher, wir sind ja per Du. Ich habe gedacht, teile doch mal was Privates mit den Leuten, werd doch mal persönlich. Ich bin so selten persönlich. Ich stehe immer auf der Bühne und bin so, Gesellschaft, uiuiui. Und die Leute so, ja, genau. Und das ist Poetry Slam. Und ich habe mir überlegt, mach doch mal was Persönliches, Rainer. Und ja, habe ich auch gemacht. Ich lese jetzt einen Brief vor. Ich habe tatsächlich einen Brief mitgebracht, den ich geschrieben habe. Und den kann der eine oder andere vielleicht auch als Blaupause nehmen. Denn der Anlass, aus dem ich diesen Brief geschrieben habe, den wird der eine oder die andere kennen. Manchmal sind wir so verloren in den Wirren des Alltags und in unseren Gedanken. Da schweifen wir so ab und keine Ahnung, wir verlieren uns selbst quasi und dann leiden auch Beziehungen darunter. Beziehungen zur Umwelt und man kapselt sich ab und dann brechen die Kontakte ab. Und das ist mir auch passiert und ich habe dann versucht, mit diesem Brief dagegen zu wirken. Und ich habe es anonymisiert und ja, vielleicht findet der eine oder andere sich darin wieder. Ansonsten ist es einfach nur sehr weird. Viel Spaß. Aber findet es nicht zu weird. Das bin ich, ja, 100% ich. Liebe F. Erwartungsvoll und bange, vielleicht sogar verzweifelt, wartest du nun schon seit geraumer Zeit auf ein Lebenszeichen von mir. Und bevor ich dir weiterschreibe, fühle dich versichert. Ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine Geduld und wie ich hoffe auch dein Verständnis. Aber glaube mir, mein Zögern bis zum heutigen Tage, es war nicht ohne Grund. In den letzten Tagen und Wochen, okay, ich gebe zu, es waren Monate. Da sind mir Erkenntnisse zuteil geworden, die in ihrer Klarheit alles, was ich bis dato zu wissen glaubte, in ein jämmerliches Dämmerlicht rückte. Es erschlossen sich mir Zusammenhänge, Relationen und Verbindungen, die in ihrer Tiefe derart einschneidend waren, dass ein einfach Weiterleben schlichtweg nicht mehr möglich war. Hast du dir zum Beispiel jemals bewusst gemacht, also wirklich bewusst gemacht, dass es insgesamt nicht mehr, also wirklich ausschließlich 14 Folgen Mr. Bean gibt? 14 Folgen, das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass ich das gefühlt meine ganze Kindheit und Jugend mir reingezogen habe und jedes Mal begeistert war und jedes Mal gesagt habe, guck mal, was der da jetzt macht, ist ja witzig. Und ich habe es nochmal geschaut, ich habe mir alles nochmal angeschaut und ich kann dir sagen, es sind wirklich 14 Folgen und ich war immer noch begeistert. Und, was soll ich sagen, F, das hat mich nachdenklich gemacht. Und wusstest du übrigens, dass der Choral am Anfang und am Ende jeder Folge Mr. Bean einen Text hat?
Erlaubst du mir, liebe F., dass ich dir diesen Choral einmal kurz vorsinge? Das ist ein interaktiver Brief. Ich möchte diesen Choral nun einmal kurz vorsingen. Ecce homo qui est faba, ecce homo qui est faba. Das hat mich nachdenklich gemacht. Denn diese Zeilen, liebe F., sie haben eine Bedeutung. Ecce homo qui est faba. Siehe der Mensch, der eine Bohne ist. Verstehst du? Bohne, Bean, hat mich nachdenklich gemacht. Denn die Flüssigkeit, in denen Kichererbsen eingelegt ist, du weißt, das geile Zeug, das sich prima aufschäumen lässt, eignet sich perfekt als veganer Eiweißersatz. Das heißt doch Aquafaba. Aquafaba, ja leck mich am Arsch. Was erstmal so klingt wie goldenes Ambrosia direkt aus dem Prenzlauer Berg. Das ist eigentlich Bohnenwasser. Das hat mich nachdenklich gemacht. Apropos Dinosaurier. Jetzt ist es ein kleiner Cut. Findest du es nicht auch bemerkenswert, dass wir ausgerechnet auf dem Planeten des Universums leben dürfen, auf dem es so etwas abgefahren Geiles wie Dinosaurier gegeben hat? Ich meine, wie cool sind denn bitte Dinosaurier? Und wie uncool sind dagegen wir Menschen? Die Dinos, die haben einfach immer ihr Dino-Ding durchgezogen. 170 Millionen Jahre lang immer so und und hui hui hui, wir sind Dinos. Die hatten mal richtig Bock. Und wir gerade mal nach so einer Million Jahre, ich habe Rückenschmerzen und ich bin traurig. Menschen. 170 Millionen Jahre lang. Ey, das ist ungefähr so lang, wie die CSU bereits in Bayern regiert. Und in der Zeit haben die Dinos sich nichts zu Schulden kommen lassen. Die sind nicht SUV gefahren, keiner hat die CDU gewählt, viele Dinos waren Vegetarier und Methan gepupst haben die auch deutlich weniger als die moderne Kuh. Das hat mich nachdenklich gemacht. Aber dann habe ich überlegt, was ist eigentlich aus den Dinosauriern geworden? Und ich kann es dir sagen. Rohöl. Und wie geil ist das denn? Denn damit sind Dinosaurier nicht nur der Treibstoff unserer fossilen Zeitalters, sondern vor allem der Grundstein unserer eigenen Auslöschung. Wir verbrennen die flüssigen Dino-Überreste und löschen uns damit selber aus. Das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, aber ich fand es auch witzig. Kennst du das, wenn du dir plötzlich der eigenen Sterblichkeit bewusst wirst? Also jetzt nicht im dramatischen Sinne, sondern so ganz praktisch, beziehungsweise eher im unpraktischen Sinne, weil es ist ja eigentlich schon so ein bisschen ärgerlich, wenn man irgendwann stirbt, wenn man sich so jahrzehntelang mit der Frage beschäftigt hat, wie zur Hölle man sich ein geschmackvolles Wohnzimmer einrichten soll, ohne dabei depressiv zu werden oder versehentlich zu einem dieser Menschen zu mutieren, die sich Jahreszeitengrenze an die Tür hängen. Und wenn man dann denkt, man hat den Bogen raus, das ist jetzt wirklich mal der passende Fliesentisch, das ist jetzt wirklich mal ein Salzteigkringel, der zu meiner Personality passt, ja, dann ist man zack tot. Da habe ich drüber nachgedacht. Und dann fiel mir auf, dass Sterben ja eigentlich relativ wichtig ist. Ich meine, ohne Sterben keine Evolution. Erst wenn wir sterben, haben wir die Chance, uns wirklich weiterzuentwickeln. Sterben ist ein bisschen wie Pfand zurückbringen. Man gibt das Leben da ab, wo man es entgegengenommen hat. Und im Gegensatz zum typischen Pfandautomaten bei Rewe nimmt der Tod wirklich jede Flasche an. Letztlich sind wir Menschen nichts anderes als Flaschengeister mit Fliesentischen und zu großen Gehirnen. Ständig lassen wir uns ablenken, machen uns Sorgen oder haben Ängste oder wir entwickeln Schuldgefühle, weil wir glauben, nicht genug zu sein. Wobei all das letztlich nur verschiedene Symptome ein und derselben großen Urangst sind. Die Angst vor dem Tod oder eben, anders ausgedrückt, die Angst vor dem Nichtsein. Auch das hat mich nachdenklich gemacht, denn Nichtsein ist die eigentliche Bedeutung des Universums. Wusstest du, dass unser Universum ab einem bestimmten Zeitpunkt aus nichts anderem mehr bestehen wird als schwarzen Löchern und dass selbst die irgendwann verschwunden sein werden? Es ist ein irrsinniges Wunder, überhaupt am Leben zu sein, da der Zeitabschnitt, in dem das möglich ist, ein Tredizillionstel der gesamten Daseins- bzw. Nicht-Daseins des Universums ausmacht. Das ist eine 1 mit 84 Nullen. Das heißt, dass wir leben, das ist so wie eine Million Mal hintereinander im Lotto zu gewinnen, weil die meiste Zeit seiner Existenz bzw. Nicht-Existenz
Existenz, also Billionen von Billionen von Billionen von Billionen von Billionen von Jahren, wird das Universum vor allen Dingen nichts sein. Nichts wird sterben, nichts entstehen. Ein kalter, dunkler Ort der Leere, an dem nichts geschieht, für immer und ewig nichts geschehen wird, bis auch das aufhört. Und das hat mich nachdenklich gemacht, liebe F. Und ich frage dich, kommst du dabei nicht auch ein wenig ins Grübeln? Stellst du dir dann nicht auch mal die Frage nach dem Sinn? Hinterfragst du dann nicht auch dein Tun bzw. dein Nicht-Tun? Und verstehst du vor diesem von mir geschilderten Hintergrund zumindest im Ansatz ein bisschen, warum ich es bis zum heutigen Tage leider noch immer nicht geschafft habe, meine Steuerunterlagen für das vierte Quartal 2022 fristgerecht einzureichen? Ich hätte erwähnen sollen, es ist ein Geschäftsbrief. Liebe Finanzdirektion Leipzig 2, ich bitte dich, ätsche Homo, non ätsche Faber, sieh in mir nicht die Bohne, sieh in mir den Menschen. Sieh in mir nicht die verpasste Frist, sondern einen coolen Dino. Wenn alles Licht erloschen ist, dann fragt doch niemand mehr nach einer Umsatzsteuervoranmeldung. Aber da es bis dahin in aller Voraussicht nach etwas dauern wird, bitte ich dich um etwas Geduld und schicke zur Wiedergutmachung zum Abschluss noch ein kleines Gedicht. Der Mensch allein ist nicht beseelt. Beseelt ist unsere ganze Welt. Wir denken, wir seien einzigartig und sehen nie das ganze Bild. Drum fürchten wir um unser Ende, das eigentlich ein Anfang ist. Denn wir sind letztlich Flaschengeister mit Salzteigkranz und Fliesentisch. Dankeschön. Thank you.